Brand in der Notaufnahme. Am Sonntagnachmittag fing ein Mülleimer im Bad der CTK-Notaufnahme Feuer. Erste Löschversuche einer Ärztin schlugen fehl. Infolgedessen wurde die WC-Anlage beschädigt und die Notaufnahme verraucht. 6 Patienten sowie das Personal konnten in Sicherheit gebracht werden und das Feuer wurde von der Feuerwehr gelöscht. Im Einsatz waren 18 Feuerwehrleute der Berufsfeuerwehr und 15 weitere der freiwilligen Wehren der Umgebung. Die Brandursache wird nun ermittelt und die Notaufnahme konnte am Abend wieder ihre Arbeit aufnehmen. Willkommen im Welcome Center. Viele junge Menschen wollen erste Auslandserfahrung sammeln. Doch ist die Organisation eines Aufenthalts weit weg von zu Hause nicht immer leicht. Um dabei zu unterstützen, wurde nun im Cottbusser Welcome Center ein Eurodesk eingerichtet. Als zweiter seiner Art in Cottbus, einen gibt es bereits im Glätthaus, werden dort ab morgen kostenlose Beratungen sowie Tipps für zum Beispiel Freiwilligendienste, Au-pairs oder auch die allgemeine Jobsuche im Ausland angeboten. Eurodesk ist ein europäisches Jugendinformationsnetzwerk mit 1000 regionalen Servicestellen in 36 Ländern mit Beratungen rund um das Thema Auslandsaufenthalt. Damit soll das Cottbusser Welcome Center nun weiter ausgebaut werden. Erste Informationen für junge Menschen gibt es unter rausvonzuhause.de. Beratungen vor Ort erfolgen dann ohne Voranmeldung immer dienstags zwischen 14 und 16 Uhr.